Ja, das ist ein Polizeieinsatz, der so kurz vor 20 Uhr her angelaufen ist. Ein Bekannter des Mannes hatte sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sein Bekannter ein großes Küchenmesser hat, das der gedroht hat, sich umzubringen. Es sind dann die Kollegen der Bad Kissinger Polizei hier eingetroffen und haben festgestellt, dass der Mann sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hatte. Er hat auch gedroht, gegen die Polizei massiv vorzugehen. Und ja, es ist dann ein größeres Polizeiaufgebot hier zusammengezogen worden. Auch der Rettungsdienst hatte mehrere Fahrzeuge hier vor Ort, zwar auch ein Notarzt da. Und wir hatten auch eine Verhandlungsgruppe der Schweinfurter Polizei hier. Und die hatten auch Kontakt zu dem Mann, aber es ist ihnen nicht gelungen, den Mann zum Aufgeben zu bewegen. Und es ist dann ein Spezialeinsatzkommando angefordert worden. Und die Kollegen haben dann hier den Zugriff gemacht vor kurzem, haben den Mann in seinem Wohnzimmer überwältigt. Und es hat sich herausgestellt, dass sich der Mann mehrere Schnittverletzungen zugefügt hatte, sind aber offenbar keine allzu gravierenden Verletzungen. Er ist jetzt ins Krankenhaus gebracht worden zur medizinischen Versorgung.